Willkommen zurück, meine lieben Freunde, in den Eulenwald zum 10. Part von Dark Cloud. Revier 6, keine Zeit verschwenden, ihr kennt mich. Let's go, wir wollen endlich mal den Eulenladen erstellen. Ich hoffe, wir kriegen jetzt endlich mal den Stuff dazu. Jetzt brauche ich echt noch eine Leiter für den Bullshit da. Das heißt, ich kann immer noch keine Drans Feather bekommen. Das heißt, wir müssen leider noch mit der Ebene durchkommen, aber dann, spätestens hier, sollte das jetzt auf jeden Fall bekommen. So, ich bin auch mal gespannt, ob man vielleicht neue Kreaturen bekommt. Du bist nicht neu. Das ist einfach nur nervig. Oh, 3 Kugeln. Dann schau ich doch mal, ob das vielleicht Sugar was ist. Und ich hab das gehört, mein Freund. Schmeiß mich nicht mit dem... Es ist die Erde. Habt ihr das gesehen? Da ist ein Apfel geflogen. Der nicht mehr ganz so gesund ist. Fluss. Ja, mal schon mal Fluss, was ich erwähnt habe. Ja, jetzt braucht man auch richtig den Fluss. Das werden wir auch öfters einmal bekommen. Aber wie gesagt, zur Ebene... 8, 9, da brauchen wir dann auf jeden Fall genug Fluss. Aber ich möchte dann auch die Treppe haben, also das ist Zauberkraft. Ich spüre die Zauberkraft und du hast die gemacht. Ja, am Arsch hab ich sie! So, du bist durstig. Das ist ja schön für mich. Du, deiner Dreckiger Bastard. Komm her! Lass mich jetzt mal aufladen. So, 1, 2 und du stirbst jetzt. Jawohl, renn da noch in mein Dirbel mit rein, du Idiot. So. Brauche ich meine Croissantchen. So, jetzt halte ich wieder meine Waffe. Ich habe mir auch ein paar Säckchen wieder gekauft. Die haben mir ein bisschen Kohle gemacht. Ich habe halt alles überflüssig jetzt mal verkauft. Die ganzen Windsteine, die Rosen und so weiter, die physische. Brauche ich alles momentan für einen aktiven Run. Von daher alles mal weg. Die ganzen Köder und so weiter. Angeln werden wir jetzt auch in nächster Zeit nicht. Von daher... Oh, perfekt, perfekt, da kann ich mich direkt auffallen. Eine Karte, lieblich. Oh, dann können wir auch gleich an dem Ausgang vorbei. Dann können wir gleich mal schauen, ob man da vielleicht was bekommt. 44 Schaden. Ihr seid Freunde von Elektro. Das habe ich aber leider nicht mehr viel Energie. Aber, Ding. Theoretisch switch ich mal. Kannst du dich auch mal aufheilen? Jawoll. So, und dann anders da. So, machen wir das noch auf. Eine Fackel, das ist ja schön. Ganzer Stuff, den ich momentan überhaupt noch nicht brauche. Nice. Aber hier sollten 8 Atlas sein, von daher... Es sollte eigentlich die Möglichkeit bestehen, dass ich jetzt meine Treppe bekomme. Und es könnte auch die Möglichkeit sein, dass du die Kastanie da annimmst. Okay. Seit ich dich im letzten Part bedroht habe mit ich stopfe dich bald aus, hörst du mir. Es ist gut. Gut, das heißt, wir müssen keine Gegner besiegen. Das heißt, wir können hier jetzt einfach nur ein bisschen looten, was hier sonst noch so rumrennt. Das ist auch ziemlich angenehm. Wenn du weißt, gut, schlüsseltechnisch habe ich alles. Dann habe ich auch überhaupt keinen Stress mehr. Selbst wenn jetzt Viecher in den Kisten zum Beispiel sind, dann kann ich sagen, weißt du was? Dein Gekreische kannst du bei dir behalten. Ein Zauberkristall. Na gut, da werde ich entweder einen Schlüssel wahrscheinlich jetzt bekommen. Dann gehe ich mal zumindest. Oh, Musikkiste. Beziehungsweise so auf. Ich habe langsam genug Waffen aus dem. Habe ich eine Main-Waffe, die ich aufrüsten will. Und kriege ja später noch eine Waffe. Ich habe auch langsam keinen Platz mehr. Ich glaube, das ist schon die 9. Waffe oder so, was ich habe. So langsam könntest du halt auch mal eine Waffe bekommen. Weil die hat nur eine. Also die, wo ich jetzt aktuell trage, die hat jetzt ein Damage von 10 oder 11. Also, liebes Spiel. Das wird zwar nicht hier irgendwie diskriminiert. Oh Gott, nicht die Hexe. Die wirft halt nur mit ihren vergifteten Bullshit rum. Macht überhaupt nicht. So richtig ekliges Kackvieh. Ah, ja, ja, ja. Das Samstag mit seinem Boxhandschuh. Ich sehe schon, der will mich ausnocken, dass gleich Montag ist. So nicht. Den Schlüssel. Kulululululu. Ich werde jetzt den Schlüssel jetzt auch nicht benutzen. Da war jetzt noch eine Kiste drin, aber. Naja. Interessiert mich. Eingang, das hört sich doch gut an. Das hört sich doch gut an. Aber das gönne ich mir jetzt einfach, dass ich es mal nicht mitnehme. Von dem ganzen Bullshit, was ich in letzter Zeit so bekommen habe. Heilig!
Nee. Ja, das sind die. Noch mehr Apfel. Apfel für die Welt oder was? Und der alte Baron. Gut. Dann gehen wir mal raus, bauen endlich mal das Haus fertig. Dann holen wir uns genügend Federn. Und dann. Dann sind wir wieder speedhaftig unterwegs, so wie ich das gerne hätte. Und eventuell könnten wir heute schon das Event triggern. Vielleicht, mal schauen. Oder wir werden noch ein bisschen mehr bauen. Wir schauen nochmal. Erstmal der Eulenladen, das ist immer das Wichtigste. So. Verlies kurzzeitig verlassen. Hört sich dann sicherlich gut an, wenn ich mitsumme und es ist total asynchron. Wenn ich einen Fehler mache. Yeah! So, da unten ist es. Da haben wir auch den Eingang. Na also, jetzt kann man wenigstens sein. Jetzt kann man den wenigstens einmal anlabern. So, was braucht? Ich brauche ein Schild und ich brauche eine Fackel wahrscheinlich. So, das ist ja innovativ. Oder brauchst du... Ja, wahrscheinlich brauchst du ein Dach und ein Schild oder so. Kürbisflasche. Nice. Sonst nichts mehr. So, was brauchst du denn, Alter? Ja, willkommen, Marsch. Was willst du? Ich brauche einen Eingang für mein Haus, ein Dach. Dach und Ladenschen. Okay. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Ja, dann kriegst du ein Schild und ein Deckel. Hast du schon ein Dach, aber kriegst halt noch ein Dach. Wenn es halt jetzt mal so richtig da. Ne, das ist. Das ist aber nicht. Wehe, ich hab's nicht. Hä? Nee, oder? Oder bin ich jetzt richtig. Nee. Eines Tages, mein Freund. Ich rott eure ganze Kanung aus, ich sag's euch gleich. Ich hab's nicht? Keine Ahnung, was braucht man jetzt? Pau, habe ich wenigstens den. Ähnliche Drecksack. Ich brauche ein ganz besonderes da. Nimm doch einfach so ein Scheiß da. Was ist los mit dir? Nee, du brauchst wieder was Besonderes, wo kein Mensch hinkommt. Da bauen wir halt mal das da hier. Am besten so, dass auch der Flusslauf nicht gestört wird. Gut. So, was magst du denn haben, mein Freund? Du willst die Wäsche aufhängen? Ja, Wäsche müsste ich eigentlich haben, das ist ja das da. Ja. Hey, und wir haben ein Ereignis. Woo! So, jetzt schauen wir uns nochmal wegen erstmal unten um, ob da vielleicht noch eine Kiste ist. Nope. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Brot für die Welt. Reparaturpulver. Yo, was geht ab? Alter, jetzt gibt's eine geile Suppe. Und ich habe gehört, du willst mir jetzt mal einen guten Apfel geben. Immer nur das vergiftete Bullshit da. Jetzt krieg ich mal einen richtig guten Fruit of Eden. Den Stuff so richtig rein und saftig. Also geben wir den Stuff her. Ich bin nicht enttäuscht. Guck, da habe ich meinen Fruit of Eden. Der sieht wenigstens noch gesund aus, im Gegensatz zu dem anderen Bullshit, was ich da die ganze Zeit hinterhergeworfen bekomme. Viel Glück. Ja, ja. Ich gehe sowieso noch mal rein. Brauchst mich gar nicht rauszuschmeißen. Du willst sowieso noch looten. Wieso schmeißt du mich immer raus? Ich will doch den Loot. Er ist Feuer. Tierbahn. Alles, was man eigentlich nur so verkauft, weil es eh Bullshit ist. Ah, ich geh. War nett mit dir. Denke ich. So, bauen wir noch ein Haus. Wenn wir schon eh dabei sind, beziehungsweise können wir mal einen Fluss machen. Wie viele haben wir? 5 Stück noch. Zack. 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 Ah, oh, wir brauchen noch so viel. Das ist ja... Na gut. Brauchen wir nicht. Kakko, haben wir den Kakko? Da haben wir ja. Dann tun wir noch den ganzen anderen Stuff rein. So, das andere baue ich jetzt noch nicht, weil ich sowieso kein Schild mehr habe. Was brauchst du denn da noch? Ich sehe es gerade nicht. Auch nochmal Wäsche, oder? Haben wir auch nicht. Von daher brauche ich da eigentlich auch nichts mehr weiter zu machen. Ich kann schon mal ein bisschen was einsetzen, das kann ich. Aber Baum brauche ich es halt echt noch nicht, wenn ich das Stuff noch nicht habe. So, die zwei Tiere.
Oder Tiere, Menschen, sagen wir es jetzt einfach mal so. Dann können wir hier noch was machen. Alle brauchen sie Schilde, ey. Hei, hei. Der Baron, der ist jetzt im Pilzhaus aber nicht. Und sonst haben wir leider noch nichts. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir gehen wieder in den Dungeon. Bleibt ja uns sowieso nichts anderes übrig. Und ich hoffe, dass ich jetzt mal langsam den Stoff bekomme. Dieses Besondere da. So, wie viele Atlas haben wir denn? 7 Stück. Na gut. Hoffen wir mal das Beste. So, wer dackelt denn da schon wieder? Es ist der Mittwoch mit der Axt. Von der Axt am Montag. Bam. Oh, nice. Und somit hätten wir es dann auf Stufe 3. Ja, das könnten wir drin lassen. Ist mir jetzt auch erstmal relativ wurscht. Zack. 112 Erfahrung brauchst du. Leck mich am Arsch. Aber so ist das Leben halt. Tun wir mal dir auch ein wenig Zauberkraft rein. Und da hast du eh ziemlich wenig. Weil sonst, ich könnte zwar Donner rein tun, aber das macht jetzt vom Damage her jetzt nicht unbedingt viel Unterschied. Und ich habe auch keinen Damage-Stein, von daher. Was ist soweit? Die Annie haben wir. Das ist eine der zwei Pilz-Ladies. Oh, da gibt es dann später auch eine geile Szene. Wenn wir dann alles soweit haben. Hey, Mona! Komm her! Die rote Bürschchen haben wir. Aber ich kill jetzt trotzdem noch den Boy. Dreck, Giga, Drecksack. Aber ich gesagt, ich bin kein Freund von Gift. Ja, normales Wasser. Ich hab jetzt ein bisschen gehofft, dass es mehr so gegen Gift gibt, aber habe jetzt zum Glück noch zwei. Ja, bin ich auf der sicheren Seite. So, gönnst du nochmal ein normales Wasser. So, reicht das mal. So, was haben wir denn hier für zwei hübsche Kisten? Einmal Karte und einmal die Spritze, große Heilkraft. Hm, wo war die Spritze nochmal? Ist es so ein Allrounder, dass du, egal was für Fähigkeit, was für negative Sache du hast, dass du dich da komplett heilen kannst? Ich glaube ja, dass es so war. War auch ziemlich kostbar. Von daher lasse ich die auch mal da. Ne Fackel. Wow, ich. Yeah. Fackel habe, vor allem die Fackel da, aber ich doch noch zwei oder übrig oder so. Da gibt es wenigstens Schilde oder. Ja, so viel zum Thema Schild. Gut, dann haben wir wenigstens Schild bekommen. Ja, gut, wenn ich schon sage, ich will ein Schild, dann. Brauche mich ja nicht wundern, wenn ich ein Schild bekomme. Aber so, ja. Das besondere Dach könnte ich gerne gebrauchen. Nicht noch ein Schild. Dale! Nee, hör. Drecksack hat er mich wieder bestohlen. Naja, wenigstens hat er mich nicht vergiftet. Ach! Sag mal, die klauen hier immer mehr, den Drecksack. Eul. Eulen-Eingang? Wir haben schon Eulen-Eingang. Ah, ach, so ist es also. Naja, wir haben es auf jeden Fall. Das ist ein komisch, vom Namen her. Aber okay, ich will mich nicht beschweren, ich habe das, was ich will. Theoretisch könnte ich jetzt raus, aber ich habe jetzt eh die Hälfte des Dungeons so. Und da mache ich das noch und dann können wir endlich speed. Yes! Aber erst nach der 7. Ebene, ich habe mir echt vorgestellt, so maximal Ebene 4, weil es war, wie gesagt, eigentlich so das erste, was ich immer zusammengebaut habe. Ja, bei der PlayStation 4 Variante. Nee, es hat jetzt in dem Fall nichts mit der PlayStation 4 Variante zu tun. Aber was mich auch wundert, ich habe nämlich im letzten Part, bevor ich jetzt diesen Part gestartet habe, habe ich noch einmal geschaut, wie es im Nonnendorf aussieht. Ob da vielleicht irgendwo außenrum was gespawnt ist an Kisten, aber bis jetzt noch nicht. Und ich wurde ja überschüttet in der PlayStation 2 Variante mit den ganzen. Hör auf! Du dreckiger Dreckstep, du elendiger! Wieder vergiftet. Das ist jetzt mein letzter. Jetzt schaue ich mal kurz die Spritze an, wenn ich eh schon dabei bin. Ja, halt alle Zustände. So, jetzt muss ich aber aufpassen. Oh, ich hasse die. Ich mach nämlich genau denselben Bullshit. Ja. Vor allen Dingen mit ihm komme ich sowieso nicht dran. Da muss ich mit ihr machen.
Ansonsten hat man da überhaupt keine Chance. Weil die fliegt so bescheiden immer weg. Lass sie bitte nicht vergiften. Nee. Ja, wie du das gerade geworfen hast, überhaupt nicht hingeschaut. Und trotzdem mich fast erwischt. Nee, geh dann mal mit deinem Bullshit weg. Nein. So. Nee, das könnte jetzt ein bisschen wehtun. Nichts gedacht, naja. Oh, nimm noch eh, nee. Ich weiß halt nicht, ob die auch Schlüssel droppen kann. Ich glaube aber ja, da musst du sie killen. Da, kriegst du wieder. Nee. Wieder ein hartes 1 gegen 1 Duell, meine Lady. Singst du noch eine kleine Hexe? Gut. Hätten wir die soweit auch gekillt? Leider hat nichts bekommen. So, ein paar Flüssel. Treppe, ich brauch Flüssel. Gib mal ein paar Flüssel. Zu Deutsch. Fluss. So, da mal die Wäsche, okay. Können wir es dann bei dem anderen Dude dann auch einbauen? Ein Reparaturpulver. Nehme ich einfach mal mit. Hab zwar jetzt noch genug und die kann ich ja auch theoretisch kaufen. Kostet jetzt also die Weltbau 20. Es ist unbedingt viel. So, fast ausgestopfte Eule. Wie geht's dir so? Ich hoffe, dir geht's gut. Nein! Du wirst auch gleich sehen, warum. Nee. Nur gucken, nicht wehtun. Magst wenigstens das Glitzerstein da? Da, Osten, Schnee. Naja, immerhin. Man möge dir verziehen. So. Aber ich will sowieso noch die ganzen Atlas, die hier versteckt sind. Da ich leider keinen Zauberkristall habe, weiß ich noch nicht, wie viele es sind, aber es sind sicherlich nur 2 Stück auf jeden Fall. Da haben wir jetzt nichts. Ich denke mal, hier wird auch. Okay. Montag und Dienstag zusammen Hand in Hand, das kann nur gut werden. Wow, normales Wasser. Ich bin nicht ganz begeistert. So, okay, wir haben überhaupt keinen Atlas mehr. Was geht's? Naja, das sollen sie erstmal zu mir herdackeln. Lecken. Wisst ihr was? Ich switche mal kurz auf sie. Vielleicht kriege ich auch eine Woche für sie. Das wäre natürlich auch ziemlich sexy. Nicht spucken. Ist sonst noch jemand da, der spuckt? Ja, ist noch einer, wo spucken kann. Es ist der Clowny Boy. Dann geben wir natürlich das dicke. Hopp! Bestes und ist noch. Ist ziemlich nice. Halt halt die kompletten KP. Werde ich aber dann auch erst später benutzen. Das ist ja, ja, ich habe so eine Strategie. So das teure, wichtige Zeug, was halt auch viel kostet und was man halt am Anfang nicht kaufen kann, das behalte ich halt sehr gern. Weil momentan habe ich noch null Probleme irgendwie. Auch mit den Bossen und so weiter werde ich jetzt keine größeren Probleme haben. Wenn irgendwann mal der Gegner kommt, dann habe ich natürlich den ganzen Stuff. Obwohl ich denke ich mal bei diesem Endboss hier, da sollte ich eventuell ein bisschen was zum Essen mitnehmen, aber dann reicht auch Käse oder irgendwie sowas. Brot ist dann vielleicht, naja, dann müsste ich mir ziemlich viel Brot kaufen. Aber irgendwie sowas in der Art muss ich dann auf jeden Fall. So, kann ich jetzt endlich den Bullshit da machen. So, jetzt ist auch der Shit da endlich mal fertig, der Eulenladen. So, dann gehen wir auch wieder dahin. So, und deine Wäsche, nein, Quatsch, du warst ja gar nicht mit der Wäsche. Deine Wäsche hast du schon. Und, aha, das habe ich gemeint, dass ab und zu mal da was versteckt ist. Und das sind halt immer so die exklusiven Sachen, was zum Beispiel diese Kürbisflasche ist oder Paradiesfrucht oder was halt uns an Verteidigung gibt. Also mit uns meine ich halt die Hauptcharaktere. Jetzt schaue ich halt immer, ob hier noch irgendwie schon eine Schatzkiste ist. Meistens sind sie auch so an den Schildern, also so an diesen Holzfaden. Oder an Stein oder so. Also immer am Rand eigentlich. Aber bis jetzt sehe ich noch keine weiteren Truhen. Es kann natürlich sein, dass beim Baum ein paar Truhen sind. Aber das werden wir dann erst später herausfinden. Da gehe ich dann erst später hin. Warte mal, ist da noch eine Kiste? Ah, da hat sich noch was versteckt. Flanzelbändel. Und wir haben Nacht. Habe ich Fluss bekommen?
Ja, er hat das immer noch nicht. Er ist ziemlich rar, ich seh schon. Moin! Der Eulenladen ist neu eingerichtet und hat neu eröffnet. Vielen Dank für alles, was Sie getan haben, mein Sir. Coole Sache. Hey, nur für Sie, mein Herr. Ein ganz besonderes Sonderangebot. Sehen Sie sich das an. Yay, Eulenschwert. Kleinen Moment. Verstehen Sie mich nicht falsch. Wer hat gesagt, das ist umsonst? Ich hör schon auf. Ich muss schon etwas berechnen. Aber ich mache einen Sonderpreis. Krieg ich trotzdem kein Geld? Mal überlegen. 5000 Gilder machen mich. Ja, Gilder heißt die Währung. Mach mal einfach nur Gilder, fertig. Immer noch zu viel, hä? Okay, wie wär's mit 2500 als Sonderpreis? Super Sonderschleuderpreis! Ja. Er kann nicht weitere Runden kaufen, aber das interessiert mich jetzt nicht. Das Schwert liegt jetzt auch sowieso nicht. So! Und jetzt! Genießt es! Ah. Nice, natürlich kann man es auch nehmen und kann es dann hier hinfahren, wo halt Platz ist. Und dann kann man zur Kasse gehen, aber. Das dauert ja 100 Jahre! So geht es schon viel schneller. Also, Federn haben wir jetzt auf jeden Fall genug. Ich nehme noch eine Seife mit. Das damit. Ansonsten Käse erst später, wenn wir dann wirklich beim Boss sind. Wunderbar. Ach Leute, jetzt bin ich ready für die Scheiße. Du mal auch gleich meine Feder ausrüsten. Ah, das fühlt sich gut an. So, was haben wir hier hübsches noch? Noch mal Käse. Hast du da noch irgendwie was versteckt? Mülleimer vielleicht? Da hinten? Ich schaue jede Ecke nach. Gut. Dann gehen wir mal. Haben wir schon wieder 22 Minuten fast. Von da würde ich mal sagen, wir bauen jetzt einfach noch den Rest, was wir so bauen können. Da. Da hast du jetzt deine dreckige Wäsche. Und dich bauen wir jetzt einfach mal. Bauen wir jetzt einfach mal alles mehr, wenn ich in die Ecken esse. Ne? So, jetzt will ich auch gerade schauen. Der Boy. Ja, da rennt der schon wieder. Moin. Was magst du noch? Ist mir nicht wurscht, was du brauchst. Können wir jetzt noch schauen, was brauchst du? Das habe ich sogar. Ein Ereignis. So, dann schaue ich noch, ob hier irgendwo eine Schatzkiste ist. Da habe ich eine. Magier tot. Tod allen Magiern. Thunder in my dummy. So. Schauen wir, da ist jetzt auch nichts. Gut. Dann gehen wir mal rein und machen mal das Eventus. Moin! Ah, du bist. Das Haus steht wieder und ich kann endlich wieder singen. Dank dir. Willst du es dir anhören? Ja, mach halt. Es kann losgehen. Das Lied heißt Der legendäre Jäger. Und nein, ich werde das jetzt nicht singen. Der beste aller Jäger, er ist unser Frodo, unser Frodo. Der große Jäger, den wir verehren. Selbst der weiße Tiger ist fort. Der allerbeste unserer Frodo. Der stärkste Jäger, die wir wissen. Keine Beute entgeht ihm. Dem wachsenden Auge von Frodo, dem legendären Jäger. Springfield! Wie findest du's? Eine Eigenkomposition. Oh, der Link der Jäger ist Frodo gewidmet. Cool, oder? Ja, von mir aus. Siehst du? Das Lied beschreibt Frodos Charisma. Seine Größe. Das kommt im Lied gut vor. Nur ein wahrer Bewunderer Frodos kann so ein Lied schreiben. Fuck, Frodo. Ich mag dich jetzt schon wieder mit. Ich kenn dich zwar nicht, aber ich hasse dich. Jetzt gib mir endlich mal den Loot her, hopp. Ja, er verschwand vor 5 Jahren. Er war cool. Ja, er war Held. Lieben, heirate, ist doch bitte frisch. Niemand konnte Frodo schlagen, er hieß, er sei unbesiegbar und dann ist er trotzdem gestorben. Ende. Damals war das doch von Frodo 19, meist Tiger angegriffen. Viele Jäger verloren im Kampf mit dem weißen Tiger ihr Leben. Frodo hat diesen weißen Tiger mit einem Schlag getötet. Seine Kraft war unglaublich.
Seitdem ist Voodoo ein Held. Das ganze Dorf feiert ihn und geehrt ihn als Schutzgottheit. Bis er getötet worden. Ende! Ja, komm! Reicht jetzt! Ein Kämpfer gegen eine Killerschlange. Die Killerschlange hat ihren Namen wahre Ehre gemacht und hat ihn gekillt. Ende! Komm! Feierabend jetzt! Du hast genug Streamtime gehabt. Ja, ja, ich hab zwar nicht zugehört, aber es passt schon. Ja, ja, gib mein Instrument. Ich kann's eh besser spielen als du. Dies ist mein Schatz. Ja, hol da altes Ding raus von 1903. Leck mich am Arsch! Diese Flöte habe ich selbst gemacht. Sie hat einen guten Klang. Yeah. Eine verstimmte Flöte. So, kann ich jetzt mal bitte gehen? Gott im Himmel. So, dann können wir hier noch was machen. Bumungu. Bäm. Hey Bumungu, was wolltest du haben? Ah, ich klicke immer einmal zu schnell. Ach so, da ist ja noch jemand. Wo ist denn der Partnerin? Ah, da oben. Okay. Hallo, Öle. So. Eine Fackel und das andere habe ich nicht. Ja, und das andere ist mir dann auch ziemlich erstmal egal. Oh, Moment. Looten. Ganz wichtig. Jetzt gehe ich jetzt mal kurz hier außen rum. Komme ich da hin? Natürlich nicht, dann muss ich von oben. Ja, aber hier ist leider nichts. Ich will nochmal kurz da schauen. Nein, auch nicht. Gut. So. Jetzt aufpassen, dass ich nicht runterfall. Eine Paradiesfrucht sogar. Die hebe ich jetzt aber noch mal auf, weil wir ja bald einen neuen Charakter bekommen. Er kann sich dann an den ganzen Stuff erstmal vollfressen. Wo ich glaube ich schon 4 Paradiesfrüchte wieder habe oder so. Muss ich mal schauen. Und dann auch noch Brot. Brot für die Welt. So. Mal da oben schauen. Und der Käse. Brot und Käse. Weißt du was? Noch ein geiles Salami. Dann wäre ich dabei. Aber Salami gibt es in dem Spiel nicht. Aber ich habe einen Apfel. Das passt aber nicht unbedingt gut zusammen. Ein Käselbrödel. Und der Apple. Jetzt will ich erstmal schauen, wie viele Äpfel ich habe. Wenn ich 4 Stück habe, könnte ich eigentlich... Warte mal, erstmal kriegst du wegen Death. Plus 6, ist in Ordnung. 2 Stück nur? Okay. Dann reicht es erstmal. Und jetzt schaue ich noch einmal ins andere Gebiet rein. Und gehe mal zur Hexe. Damit ich meine Sachen wegen verstauen kann. Und dann reicht's auch für diesen Part. Würde ich jetzt mal so behaupten, ne? Und eventuell gibt es hier jetzt ein paar Sachen. Ich will ja mal kurz wegen gucken. Da ist sich irgendwo ein paar Schatzkistel versteckt haben. Scroll mal kurz wegen außen rum. Und da war ich einfach viel zu schnell fertig. Dann besuche ich mal einen Bürgermeister. Er hat doch sicherlich irgendwie Loot. Hast du da irgendwie was versteckt? Nein! Ihr könnt mir voll ruhig was geben, ne? Nur weil ich hier ziemlich schnell unterwegs bin, heißt es nicht, dass ihr mir nichts geben sollt. Ja. Ich kenne Potscher. Ich war da schon dabei. Kein Loot. Nix. Ich krieg halt echt nichts. Ich bin nicht begeistert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht bekomme ich erst was, wenn ich den neuen Charakter habe. Keine Ahnung. Oder vielleicht ist es halt bei der PlayStation 4 Variante so, dass man da weniger Sachen bekommt. Dafür kriegt man halt, wenn man besondere Ereignisse hat, kriegt man halt zum Beispiel Juwelen. Was ich, wo mir sicher bin, dass ich es bei der PlayStation 2 Version nicht bekommen habe. Also da haben sie ein bisschen was geändert. Also es ist nicht so 1:1 übernommen, sondern haben ein bisschen was geändert. Was gut, aber was auch negativ ist. Was auch schlecht ist mit diesen Waffen-Upgraden. Ich habe ja mal gesagt, dass ich, wenn ich einen Gegner mit einer Waffe kill und dann schnell zum anderen Charakter switch oder zu einer anderen Waffe, dass dann die neue Waffe, die aktuelle Waffe, dass die dann XP bekommt. Aber es scheint in dem Spiel wohl nichts passieren. So, das habe ich momentan, okay. Was tue ich denn da jetzt noch rein? Also das tue ich mal rein. Das gute Flash, die Spritze, den Stuff. Das reicht erstmal. Zack. Gut.
So, meine lieben Leute. Ich würde mal sagen, wir beenden diesen Part an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein, euer Final. Und guten Morgen.